Schönen guten Tag, liebe Wetzlar-Zuseher. In den kommenden Wochen werden die zweijährigen Rennen immer mehr Bedeutung gewinnen. Am Weg zum ersten Lebensstart können aber auch immer wieder Kinderkrankheiten auftreten, zum Beispiel Schienbeine. Und darüber wird uns der Tierarzt Konstantin Moll jetzt ein bisschen was erzählen. Schauen Sie sich das an. Ja, und jetzt soll es um die Schienbeine der Pferde, der Rennpferde gehen. Auch das ist eine Erkrankung, die hauptsächlich bei den jungen Rennpferden auftritt. Ist eine Entzündung des Strecksehnenapparats, meistens oder fast ausschließlich der Vorderhand. Bei stärkeren ist es in Verbindung mit der Knochenhautentzündung des Röhrbeins. Und das ist für die Pferde relativ schmerzhaft oder sehr schmerzhaft. Sie zeigen das ganz deutlich. Sie fangen an, stumpf zu laufen und auch zu lahmen, je nachdem, ob das einseitig mehr ist als auf der anderen Seite. Die Regel ist, dass es dann kommt, wenn die Arbeit verstärkt wird. Und das Ganze wird verstärkt, zum Beispiel durch einen harten Boden, wenn die Pferde sich mit der Vorderhand praktisch noch einziehen wollen, um schneller zu werden. Beim normalen Kenter passiert es nicht. Das ist noch kein Problem. Erst wenn sie wirklich schnell werden zu wollen, dann beginnt es. Die Therapie, die da ist, ist zuerst natürlich Ruhe geben, langsam machen, Entzündungshemmer kühlend am Anfang einschmieren und nach ungefähr 8 Tagen mit einer leichten Hyperämie, wie bei den meisten Entzündungen der Fall ist. Aber das Wichtige ist die Ruhe und das Augenmaß der Trainer, dass sie da nicht einfach weitermachen und über diesen Schmerz hinweggehen wollen.